wir acht jedes Mal auf das Signal. Und bedeutet, bleib stehen, drück gleich an, weitergehen. Wer so verfährt, verkehrt wieder, verkehrt. Kind langsam, seid geweise und bedacht. Denn schon mancher, der zu schnell ging, ist im Krankenhaus erwacht. Ja, das ist die Wälderin, was? Ja, da waren wir uns beim Gäste. Als ich noch so ein kleiner Junge war, ja, ich glaube, einer wie du, weißt du, was dein Junge da zu mir gesagt hat? Jung, pass auf, du bist ja schon wieder. Ja. Und die Frau, das ist ja eine Hauptleberin, dann folgt er. Und wie ist das jetzt hier noch ein Freund? Schussel! Schussel, ja, was meint ihr, wie der Dussel der Schussel da verstanden hat? Ja, nur erzähl mal, du hast das in der Zwischenzeit allerhand gelernt, wie? Na, dann ist doch wohl klar. Schussel, so geht das ja nun auch nicht. Wenn du schon auf den Zebrastreifen bist, dann darfst du die Autofahrer nicht irritieren. Die sind nämlich sehr höflich zu den Fußgängern. Du kannst nicht plötzlich stehen bleiben oder extra langsam gehen. Das geht nicht. Du meinst die Autofahrer? Ja, das meine ich. Komm, versuch es doch mal. Was denkst du jetzt noch weiter? Ja, bitte. Gib doch ein freundliches Anzeichen. Den Mund etwas zu voll genommen, lieber Autofahrer. Aber vielleicht, ich habe schon mal Pferde am Zebra halten sehen. Das hat der Kerl immer nicht gedacht, wa? Und als der Schussel merkte, dass unter den Kraftfahrern auch sehr gute Verkehrsteilnehmer gibt, da kam dem Schauer eine Idee, aber keine gute Idee. Er wollte nämlich zwei Dinge miteinander vereinigen, die sich partout nicht vereinigen lassen. Nämlich überall über die Straße gehen und lange leben. Ja, das ist ein Ziel. Und schließlich ist ein Ziel, weil er kein Ziel ist. Ja, Schussel, ganz selber. Na, wie geht's? Na, danke euch, Gedanke. Soll ich mal deinen Wagen verkauft? Nee. Wie, verschossen? Ja, warum sagst du denn? Naja, ich habe dann endlich gelernt. Ich will mit deiner gütigen Unterstützung. Oh, die sagen. Nee, alles was welches. Also, wie gesagt, ich habe endlich gelernt, wie man wichtig und höflich fährt. Ja? Na, und der andere war noch nicht zu weit. Daraufhin fuhr er meinen Wagen kaputt. Oh, tragische Feststellung. Und jetzt fährst du wieder ab? Nee, das Rad habe ich schon vorher. Wie? Auch verschottet? Ja. Naja, ich glaube, da war ein Anzeichen und der andere nicht. Naja, in der Schule gab es schon gute und schlechte Schüler. Oh nee, Moment, das ist so oft. Wie das ist. Kann ich dir mal was sagen? Na? Die Beine sind das beste Verkehrsmittel. Ja. Schau, da habe ich noch was festgestellt. Dass ich alle Verkehrsteilnehmer genau nach dem Zebrastreifen richten. Ja. Aber ja, das haben sie einwandfrei festgestellt. Und als moderner Fußgänger habe ich mich natürlich der Zeit an. Moment, ich hole schnell mal meine Streifen. Was holst du meine Streifen? Na, was ist denn? Ja, ja, wir gehen ja schon. Komm. Ach, na ja, was soll das denn? Ich habe mich modernisiert. Das sind meine eigenen Zebrastreifen. Jetzt kann ich rübergehen, wo ich will. Na, komm. Schon
Mannsohn, der zu Stelljing ist im Krankenhaus erwacht. Ja, wer nicht richtig die Straße gehen darf, wird uns einen Tag in die Hände schlagen. Besonders tief und von Empörung über die Deckenlehrenflöhe. Die Peinlichen hat das vermisst nur der, der selber ohne ist. Hey, ein Hopfer nach rechts, aber ein Hopfer nach links und sitzt auf dem Bürgersteig. Das ist Schussel, wie er leibt und lebt. Ach, natürlich, er hat keine Schulden, nein. Immer nur die anderen. Der und doch andere, jawohl. Ja, aha, jetzt wird er aufgeschrieben, so ist richtig. Natürlich, es fehlt auch was. Aha, da ist nichts, da ist auch nichts. Was will er denn jetzt? Ach, hier kommt er zu mir. Was will er denn bloß? Kannst du mir mal fünf Mark leihen? Ja, ja, ich weiß ja, was du sagen willst. Du hast ja auch recht, dein Aufschaffen ist besser. Ja, und billiger. Wie dein Buschett unsere Freunde aufgepackt zu haben. Nach der anderen Stelle mal. Ein guter Mensch gibt gerne Acht, aber auch der andere was zu machen. Und strebt durch häufige Belehrung zu dessen Besserung und Bekehrung. Ich durchmochte nur allein, sondern dem anderen nützlich sein. Na nun, frag Papa Schussel, wie geht's? Ah, danke, danke. Was macht der Herr Sohn? Er schreibt an einem neuen Werk. Nein, ja. Was schreibt er denn? Über Verkehrserziehung. Da hat man aber sicher den Kopf zum Gärtner gemacht. Hat er denn schon einen Titel für das Buch? Ja, die Rindviecher im Straßenverkehr. Darüber kann er allerdings schreiben. Ach, da kommt meine Bahn, also. Oh, nee. Papa Schussel, das hätte aber schief gehen können. Ach, ich bin nicht ängstlich, trotz meiner 82 Jahre. Das hat nichts mit Ängstlichkeit zu tun, Papa Schussel, das ist Leichtsinn. Ja, früher, da war das alles gemütlicher. Da konnte man mit Pferdchen krapp, die hohe Straße entlang fahren, nicht? Ja, ja, ich bin auch einmal einem Pferd in die Zügel gefallen. Ja, damals, Papa Schussel, heute haben die Wagen nicht ein oder zwei Pferdchen, sondern 20, 40 und noch mehr Pferdekörper. Oh. Ja, können Sie sich das eigentlich gar nicht vorstellen? Ich weiß nicht. Die ziehen ein Auto. Ja, ja, Sie haben schon recht, Herr Körber. Man muss vorsichtig sein. Besonders wir Alten. Ich mein alter Freund Wilhelm Busch hat auch mal gute Versuche gesagt. Nicht nur zieht man in Betracht, dass man selber noch fälschlich macht. Nein, man ist sozusagen auch gespannt, was andere machen. Ich freue ihn für ihn. Für jeder Mann, wenn er allerlei Geschichten hören und auch sehen kann. Guten Tag, zeigen Sie bitte ein Nullerdarm, wie viel Uhr es ist? Ja, aber gern. Es ist gleich 4 Uhr, es gehen nur noch 6 Minuten. Dankeschön. Was hast du denn, was ist denn? Sind Sie nicht der Schussel? Und was heißt denn hier Schussel? Naja, das ist doch der Grund, der hat mich nicht richtig über die Straße gehen kann. Nein, ich glaube eher, du kannst nicht richtig rübergehen, stimmt's? Soll ich dich rüberbringen? Komm, ich rüber dich auf die andere Seite, ja? Nein! Was ist denn los? Wir sind doch nicht so zusammen, alle herkommen! Ja, aber lass dich doch los! Man geht doch nicht hier über die Straßen, sondern der Grünung ist hier und verletzt ist doch rot! Ja! Ja, das ist ja schon gut, ich habe eben nicht aufgepasst. Krankenhaus erwacht wieder.